Hallo liebe Leute von ABZ, von 1 bis oder von 9 bis von Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber, guter, alter Lückris. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Freitagabend, der direkt ins Wochenende geleitet. Und natürlich auch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Clever und Smart, a Movie Adventure. Wir haben uns das letzte Mal mit Fred Clever und Jeff Smart im Wilden Westen herumgetrieben. Hat sich einiges geändert, wir haben ein bisschen Progress gemacht. Unser Progress endete darin, dass Jeff von den Indianern gefangen wurde und Fred hat quasi jetzt nichts anderes zu tun, als Jeff zu befreien. Das stellt sich als schwieriger heraus als gedacht, zumal ich momentan noch gar keine Ahnung habe, wie wir das anzustellen vermögen. Aber hey, das werden wir schon irgendwie herausfinden. Darüber hinaus haben wir den Kristall, den wir für das Teledingens brauchen, noch gar nicht. Auch das müssen wir irgendwie herausfinden können. Und ja, es kommt noch so einiges auf uns zu, würde ich sagen. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Und deswegen würde ich vorschlagen, lassen wir genau das, was wir da zu tun haben, am besten gleich mal alles liegen. Und fangen gar nicht erst an. Nein, Quatsch. Natürlich wollen wir gleich sofort anfangen. Ich werde nur ganz kurz mal eben... Ich habe hier Quatschwerbung. Ist egal, braucht kein Mensch. So, ich werde mal meinen Bildschirm für euch... Zack! Darstellen. Und ich hoffe, dass das Spiel so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und wie ich mir das denke. Denn ich weiß immer nicht so genau, ob es funktioniert oder nicht. Das ist immer so eine Glücksspielsache. Gestern hat es doch funktioniert. Ich muss mal gucken. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß und viel Vergnügen bei Clever and Smart, a Movie Adventure. Ja. Das ist schon mal gut. Wir haben schon mal Bild. Das ist schon mal schlau. Wir haben sogar Zwischensequenzen. Auch das ist echt viel wert. Das ist wirklich viel wert, Timer. Da wir diese Zwischensequenzen aber mittlerweile schon kennen und auch schon gesehen haben, wollen wir natürlich an der Stelle weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, selbstverständlich. Ich habe herausgefunden, für mich herausgefunden, dass ich mit dem ganzen Lade- und Speichersystem voll nicht klarkomme. Das wird jedes Mal ein neuer Speicherstand angelegt irgendwie. Und das hier ist, glaube ich, der aktuellste, meiner Meinung nach. Denn es gibt keinen Speicherstand, der irgendwie einen anderen Status vermuten ließe. Und, also schon die hier, klar, aber das haben wir ja alle schon irgendwie gemacht. Und ja, ich weiß, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich bin da sehr zuversichtlich. Wir haben Bild, ihr könnt gut gucken und es gibt Ton. Das ist eigentlich die Hauptsache. Ja, also, dann macht euch mal euer Lieblingsgetränk auf, holt euch was zu verschnabulieren, macht's euch bequem, keine Ahnung, legt die Füße hoch, zieht die Socken aus, verdampft eure Wohnungsnachbarn mit euren Käsefüßen, keine Ahnung. Wir machen jetzt weiter mit den tollsten, besten und intelligentesten Agenten jenseits der Comicbuchseite. Clever und Smart. So, wir haben hier unsere tolle improvisierte Brücke, die aus einem Galgen besteht. Wie man noch sehen kann, hängt da die Schlaufe für den Hals. Ja. Und wir gucken nochmal in den Pfad rein und gucken mal, was da drüben so los ist. Das ist halt das, was ich so super cool finde. Fred kommt einfach hierher. Es passiert gar nichts. Es passiert null. Aber Jeff wird natürlich sofort an den Marterfall gebunden. Selbstverständlich. Ich habe mich auch letztes Mal schon darüber aufgeregt, wie das hier funktioniert. Im Hintergrund hat jemand eine Wäscheleine aufgespannt. Da gibt es zum Beispiel eine Rauchsäule, weil jemand an sein Zelt einfach mal einen Schornstein gepackt hat. Natürlich haben wir hier den klassischen Wasserhahn, der immer überall wieder auftaucht. Und nicht zu vergessen, das wunderschöne Krankenhausbett aus Metall. Und das ist halt der Marterfall. So sind halt Dinge. Mal gucken, ob wir uns hier irgendwie umsehen können. Offensichtlich können wir das gar nicht. Wir können uns aber immerhin die Rauchsäule angucken. Die Indianer übertreiben manchmal wirklich mit ihren Rauchsignalen. Genau. Die gehen gar nicht erst nach draußen und machen irgendwelche Rauchsignale, sondern die machen es von ihrem Zelt aus. Super smart gelöst, aber naja, egal. Auf diese Weise werde ich das Seil nie durchtrennen. Kannst du aber nicht... Also ist das zu schwierig, einen Knoten zu lösen? Ist das nicht machbar? Das klappt nicht.
Wir können keinen Rauch mitnehmen, das überrascht ja. Hier hinten auch ein Wegweiser, damit man genau weiß, wo man hier in dem ganzen Indianer-Zirkus überhaupt hingehen kann. Finde ich sehr, sehr praktisch. Und es gibt sonst auch weiter hier, außerdem Marterpfahl. Auf diese Weise werde ich das Seil nie durchtrennen. Gibt's ja nichts. Wir haben aus unserem Schuhtelefon, dem Teledingens, einem Glas und einer Broschüre nichts. Ich befürchte, dass wir wahrscheinlich irgendwas zum Schneiden brauchen, was theoretisch natürlich etwas von dem Barber sein könnte. Aber selbst das ist nur im Bereich des eventuell Möglichen. Offensichtlich können wir uns also da noch gar nicht so verdingen, weil es da noch nicht so viel gibt. Wir haben hier unseren Fluss, aber mit Wasser können wir gerade auch nicht so viel anfangen. Dann gehen wir doch einfach zum Ausgang, würde ich sagen. Und dann gehen wir auch zum Bergwerk. Einfach nur so, weil wir es können. Da ist nämlich unser Flintenfuzzi. Aber auch der hat nichts für uns, was uns irgendwie in irgendeiner Weise weiterhelfen könnte. Wir können ja noch nicht mal klingeln, weil wir einfach zu klein sind. Weißt du, so Fred Clever, gefühlt 4,50 Meter hoch, voll der Lauch. Und ist noch nicht mal in der Lage zu klingeln. Muss man sich mal so vorstellen. Krasse Geschichte. Der Käfig auch leer. Können wir den mitnehmen? Nada. Geht nicht. Nada geht nicht. Ah ja, okay. Ja, dann gucken wir uns doch mal in unserer gesamten Umgebung um. Wir haben ja ein paar Möglichkeiten. Ich verstehe gar nicht, wieso wir hier die Pfeile nicht mitnehmen können. Damit könnten wir ja zumindest irgendwas improvisieren. Aber auch das ist nicht möglich, komischerweise. So, da ist die Tür von unserem guten Begräbnisinstitut, der uns gleich sofort, weil er die gleichen Klamotten hat wie wir, als Freund und Kupferstecher quasi angesehen hat. Er sagt, hier, pass auf, hallo Kollege. Ist ja super, sieh dich um, mach was du willst, den Sarg können wir nicht mitnehmen, das habe ich glaube ich schon mal versucht. Da ist ein toter, ausgestopfter Geier, hilft uns momentan auch nicht so richtig. Das, was wir hätten brauchen können, liegt hier, das hat aber keinen Hotspot, wir können es auch nicht mehr benutzen. Das ist auch sehr dumm. Wir können in den Saloon gehen, aber auch das hilft uns glaube ich nicht viel. Ich bin tatsächlich so ein bisschen dafür, dass wir im Frisiersalon zum Beispiel so eine Schere oder so irgendwas mitnehmen könnten. Oder zumindest ein Rasier. Gut, was will man beim Rasierschaum, wenn man irgendjemanden befreien will. Aber der hat eben auch so eine Schere und das wäre halt schon cool irgendwie. Oder eben so eine Trompete, die wir auch nicht mitnehmen können. Obwohl, können wir die vielleicht jetzt mitnehmen? Völlig sinnlos. Okay, völlig sinnlos, aber sowas von. Ja gut, schade. Es ist aber cool, dass der Friseur mindestens zwei Mülltonnen bei sich rumstehen hat. Der Waffenladen immer noch geschlossen. Gehen wir mal zur Straße. Hat sich in der Bank irgendwas getan? Weil es ist ja immer so, immer wenn irgendwie Sachen passieren, ändert sich ja in irgendwelchen Szenen irgendetwas. Wir wissen halt bloß nie genau was. So, wir haben hier nicht so viel. Wir haben den Ausgang. Da ist ein Wasserhahn, der hilft uns momentan auch nicht so großartig weiter, denke ich mal. Können wir uns hier bewegen? Ja, können wir. Aber so richtig viel gibt's hier auch nicht. Ja, wir laufen gerade auch ziemlich doof rum. Einen wunderschönen Moin Moin! Dafür, dass wir Fred Clever heißen, nehmen wir uns gerade ganz schön doof. Also das muss man auch mal so sagen, finde ich. Ich stelle auch immer noch zur Diskussion diese ganz klassische Frage, ist es clever, smart zu sein oder ist es eigentlich smart, clever zu sein? Man weiß es nicht so ganz genau. Die Wäscherei hat geöffnet. Können wir hier irgendetwas ausrichten? Ich möchte ja ganz gerne den Reis mitnehmen oder die Wäsche. Aber das funktioniert leider nicht, weil der Chinese in der Nähe steht. Wir können den Chinesen auch nicht mit irgendwelchen anderen Kram irgendwie wegjagen, rausbringen. Bitten, es ist ja auch seine Wäscherei, warum sollten wir auch? Während der Chinese hier ist? Wohl kaum. Das klingt aber so, als müssten wir den Chinesen irgendwie aus diesem Raum rauskriegen können. Ich frage mich halt bloß, wie? Andererseits frage ich mich auch, was wir mit der Wäsche sollen. Das ist eine andere Geschichte. Noch nie Reis gesehen? Nee, noch nie Reis gesehen, in meinem gesamten Leben noch nicht. Ich habe ja auch keine Essstäbchen zufälligerweise. Es ist halt ganz, ganz, ganz seltsam, ganz komische Geschichte.
So, vielleicht können wir mit dem Chinesen. Der Mann reden. Ist so hilfreich wie die gelben Seiten. Wow, Alter. Boah. Die gelben Seiten sind hilfreich, aber eben nicht im Wilden Westen, wo es kein Telefon gibt. Tag. Hallo. Hallo. So, einfach mal obvious Fragen stellen. Ist das hier die Wäscherei? Nein, das hier ist das Gefängnis. Ist das hier die Wäscherei? Korrekt. Dies ist bescheidene Wäscherei dieses bescheidenen Dieners. Wenn Sie etwas zum Waschen oder zum Säubeln oder zum Färben haben, ich, Julin, bescheidener Diener, bin Ihr Mann. Zurzeit habe ich nichts, danke. Aber danke für die Auskunft. Gern zu Diensten. Wow, alle Stereotypen wieder mal abgegrast. Kann ich etwas abholen? Ah, ich habe keinen Wäschereischein, ne? Fühlen Sie sich gut? Sie sehen etwas gelblich aus. Es ist wieder richtig schön flach. Was macht ein Chinese so im Wilden Westen? Das ist eigentlich eine der dreckigsten Fragen überhaupt. Und was macht ein Chinese so im Wilden Westen? So ist es. Kurzum, ich arbeite wie ein Stiel. Was? Aber was soll's? Wenigstens habe ich Arbeit. Ich grüße Sie, Seal. Ich habe halt die Hälfte seines Satzes nicht verstanden, weil das komplett out of context klang. Ich habe keine Ahnung, was er mir damit sagen wollte. Wir kommen also nicht an den Reis, nicht an die Wäsche. Der Chinese, unser Diener, unser Bediensteter oder was auch immer, der tut halt auch nichts. Ich könnte natürlich so ein Telefon halten und sagen, hier, guck mal, ist für dich, geh's mal bitte ran. Funktioniert aber auch nicht. Wir könnten ihm aber... Oh, das ist totaler Humbug, das ist aber... Nichts. Ja, das habe ich schon gedacht. Warum sollte ein Chinese auch zu einem Friseur gehen? Ist der Chef eigentlich mittlerweile wieder bei sich zu Hause? Nein. Ja gut, dann können wir aber auch nichts machen. Wir können ja das Hufeisen immer noch nicht mitnehmen. Ich weiß noch gar nicht, warum ich komme nicht ran. Ich gehe so, weißt du? Der Typ geht bis zur Tür. Er bräuchte nur seine Arme ausstrecken. Und dann sagt er, ich komme nicht ran. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nix da. Ich fege nicht mal zu Hause. Und jetzt soll ich hier damit anfangen? Nee, du sollst das Ding mitnehmen, benutzen und dann einfach wegfliegen. Man kennt es. Hier ist ein Loch, damit können wir nichts machen. Da läuft eine Maus von A nach B, die wir nicht anwählen können. Genau, und hier ist das sogenannte Antiquitätengeschäft. Aber mit dem Antiquitätenhändler können wir so gut wie gar nicht reden. Zumindest kann Fred das nicht. Jeff schon. Kann ich die Ritterrüstung oder die Vase irgendwie kaputt? Ist das was? Aber wenn das Teil kaputt geht, muss ich es die nächsten 300 Jahre abbezahlen. Das stimmt halt, genau. Ich glaube nicht, dass der Antiquitätenhändler mir erlaubt, das gute Stück ohne weiteres einzustecken. Wie ging es bei den Indianern aus? Neue Aufgaben? Ja, die momentan neueste Aufgabe ist, dass wir Jeff immer noch befreien müssen, weil er immer noch am Marterpfahl steht. Aber bei den Indianern können wir nichts machen. Es gibt quasi fast nichts, was wir irgendwie anklicken können, bis auf eine Rauchschwade. Ich habe aber nichts, was ich da irgendwie mit tun könnte. Und Fred ist zu dämlich, einen Knoten aufzumachen. Man kennt es. Ein Gentleman mit Schnurrbart. Das ist richtig. Kann ich dem eigentlich... Ich wüsste zwar nicht warum, aber man weiß es doch nicht. Das klappt nicht. Das habe ich fast befürchtet. Hallo, können Sie mir sagen, wo ich in dieser Stadt eine Toilette finde? Aber klar doch. Gehen Sie in diese Richtung. Danke, ich muss wirklich dringend. Gehen Sie in diese Richtung. In welche denn? Vielen Dank für diese äußerst hilfreiche Unterhaltung. Ach, der Mexikaner ist immer noch am Wegratzen. Man fasst es nicht. Man hat uns gesagt, dass du die letzte Flasche Tequila aus dem Saloon hast. Kannst du mir ein bisschen davon abgeben? Ich brauche den Tequila wirklich. Hör mal, ich kann den ganzen Tag hier bleiben. Ich habe Zeit. Wenn du schlafen möchtest, gib mir einfach den Tequila und ich verzieh mich. Klar? Nein! Hat er nicht gemacht! Hat er nicht gemacht! Ich dachte, der pennt! Hallo! Aufwachen!
Kein Mucks. Ich werde das in Zukunft im RL genauso machen. Ich werde einfach hingehen, werde sagen, pass mal auf, ich kann das den ganzen Tag machen, ich habe Zeit ohne Ende, entweder gibst du mir das Ding jetzt oder nicht. Wenn das so funktioniert... Meine Frage ist, was soll ich damit? Ui, das ist ja mal ein guter Tequila. Woran machst du das fest? Okay, wir haben jetzt einfach Tequila. Wir werden genau aus diesem Grund nochmal in den Saloon gehen. Wer weiß, vielleicht hilft uns das. Das war der Typ, der Sheriff anstelle des Sheriffs werden möchte. Der ist nur gut des Wilden Westens. Das hier ist unser Waffenhändler, der ständig sturzbesoffen ist. Das hier ist der Typ, der ein anderes Instrument spielen möchte. Und das ist der, der falsch spielt. Okay, und jetzt? Wir sollten irgendwas von dem Barkeeper besorgen. Stimmt, da war was. Tagchen, was wollen Sie? Gib mir das Beste, was du zu haben hast. Entschuldigen Sie. Was brauchen Sie für den Trank, der Betrunkene weckt? Ich brauche Lebertrank, Kaktussaft, Tintenfischtinte und ein wenig Tequila. Ah. Alles klar, das ist eine Zutat für das, womit man Betrunkene wecken kann. Das ist natürlich interessant. Aber wo kriege ich denn Tinten? Mach mal, Tintenfischtinte haben wir doch irgendwo gesehen. Dann mal. Gute Reise. Ich gehe hier doch gar nicht weg. Aber ich? Wow, mega witzig. Warte mal. Jeff hat die Tinte, Alter. Fred hat den Tequila. Und Jeff hat die Säge. Ich glaube, ich brauche einen Wasserhahn für den Kaktus. Ungelogen. Ich kann zwar nirgendwo einen abziehen, aber... Das Geilste ist, hat das Spiel ein totes Ende? Kann man in dem Spiel verlieren, weil Jeff kann sich doch nicht mit einer Säge selbst den Marterpfahl absägen, oder doch? Nee, ich kann mit Jeff nichts machen. Oder kann ich vielleicht was an, kann ich an Fred was übergeben? Geht das? Weil das ist momentan die einzige Sache, die mir wirklich sinnvoll einfällt. Ich meine, okay, wir haben hier schon ein paar Rätsel ohne Sinn gelöst, aber... Das ist wirklich das einzig Sinnige, was mir gerade einfällt, dass wir von Jeff die Säge nehmen und ihn einfach den Marterpfahl absägen. Nein, ich möchte mich nicht dran stechen. Dann nimm doch das Glas. Nana, geht nicht. Ich fand meine Idee jetzt gar nicht so dumm. Hallo Jeff. Was geht? Jeff kann nichts machen. Gar nichts. Ja, wenn das nicht geht. Jeff kann überhaupt nichts machen. Der ist klinisch tot. Der kann nicht mal seinen Motherfall angucken. Der kann gar nichts machen. Der kann nicht mal mit Clever reden. Ist das ein Bug im Game? Okay, wir können immerhin... Okay, warte mal. Auf diese Weise werde ich das Seil nie durchtrennen. Wir können aber trotzdem auf Jeff draufgehen, ne? Armer Jeff. Sieht aus wie ein Schaschlikspieß. Er hat schon mal bessere Zeiten. Armer Jeff. Sieht aus wie ein Schaschlikspieß. Okay, Jeff und der Motherfall sind immer dasselbe. Ja, mit dem Tequila und mit dem Glas kann ich hier nichts ausrichten. Oder? Völlig sinnlos. Absolut. Nichts? Auch das ist vollkommen korrekt. Ich kann ja mal das Schuhtelefon anrufen. Das ist doch total bescheuert. Das klappt nicht.
Das habe ich mir gedacht. Nana. Ne, das Spiel ist instant abgestürzt. Unfassbar. Das ist das erste Mal, dass das Spiel abstürzt. Das ist ja spannend. Habe ich irgendwas getan, was ich nicht hätte tun dürfen? Ah, warte mal, jetzt muss ich ja den Tequila nochmal neu holen, ne? Oh, komm. Sollte öfter speichern. Ist ja nicht weiter schlimm. Trotzdem finde ich es ein bisschen seltsam, dass ich Jeff überhaupt nicht steuern kann. Der schläft fester als ein Murmeltier. Man hat uns gesagt, dass du die letzte Flasche Tequila aus dem Saloon hast. Kannst du mir ein bisschen davon abgeben? Ich brauche den Tequila wirklich. Hör mal, ich kann den ganzen Tag hier bleiben. Ich habe Zeit. Wenn du schlafen möchtest, gib mir einfach den Tequila und ich verzieh mich, klar? Na also. Nur weil ich es kann, gehe ich es einfach mal speichern. Wir brauchen irgendeinen sinnvollen Dings, damit wir Jeff befreien können. Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass wir das im Frisiersalon machen müssen. Ich weiß bloß nicht wie. Hallo, Sie sehen etwas mitgenommen aus. Bin ich auch. Das bringt der Beruf so mit sich. Welcher Beruf? Ich bin Komparse. Sie wissen schon, einer der Statisten, die da sind, um das Bild zu füllen. Mhm. Ach, das ist Ihr Job? Genau. Ja, das ist ein Job. Traurig, was? Und warum machen Sie nicht mal was anderes? Hauptrolle in einem Adventure oder sowas? Zum Beispiel. Weil ich sonst nichts kann. Ich bin schon recht lange dabei. Ich würde gern Sheriff werden, aber immer kriegt John Wayne die Rolle. In jedem Film. Er spielt immer den Sheriff. Es wäre schön, wenn jemand den Sheriff erledigen würde und die Rolle frei würde. Dann könnte ich Sheriff werden und alles sehe anders aus. Toll. Danke. Das hat mir geholfen. Kann ich den Spucklapp eigentlich mitnehmen? Wie meinen? Ich soll was? Ja, genau, das da. Wie meinen? Okay. Ich dachte, es reicht nicht, um das dreimal macht oder so. Wie meinen? Nee. Können wir sonst irgendwas hier machen? Den spreche ich lieber nicht an. Er könnte wütend werden. Oder nüchtern. Das ist vielleicht viel schlimmer. Wer sind Sie und was tun Sie in dieser Gegend? Viele Möglichkeiten gibt es hier ja nicht. Nee. Sieht man das nicht? Ich gehöre der 7. Kavallerie an. Als Trompeter, um genau zu sein. Und Sie recken Ihr Instrument stolz in die Höhe, was? Sehr witzig. Ich bin derjenige, der die Bataillonstrompete spielt. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Ehrlich gesagt, nein. Was? Wissen Sie nicht, was im Western passiert, wenn die 7. Kavallerie kommt? Dass man immer tetretetetä hört? Der das schmettert. Das bin ich. Jetzt begreife ich. Und? Macht das Spaß? Am Anfang ja. Aber mit der Zeit wird es langweilig. Man muss immer dasselbe spielen. Ich würde so gern ein anderes Instrument spielen. Etwas cooleres. Wie E-Gitarre. Aber Hauptsache mal was anderes. Eine E-Gitarre im Wilden Westen? Meinen Sie, dass man damit Erfolg haben kann? Ja, aber Logo, schwierig. Haben Sie denn nie Ennio Morricone gehört? Ich kenne mich nur mit Udo Jürgens aus. Darüber hinaus... Dass Fred sich mit Udo Jürgens auskennt, lässt tief blicken. Ich habe echt das blöde Gefühl, dass wir komplett in der Sackgasse stecken. Ich weiß halt nicht, ob das Spiel wirklich einen unlösbaren Zustand hat oder haben kann. Ich habe irgendwie das blöde Gefühl, dass wir echt die Säge brauchen.
Bloß die hat Jeff halt. Ich hoffe nur, dass die Lösung eine andere ist, denn sonst haben wir echt ein Problem. Gegen den hier spielen? Oha. Hallo, was spielen Sie? Poker, verdeckt oder offen, Mindesteinsatz $20. Ach, ich lasse es lieber. Ich verstehe nichts vom Pokern. Wenn Sie möchten, können wir mal Mühle spielen. Bitte, wenn Sie nicht spielen möchten, lassen Sie mich in Ruhe, verstanden? Ist ja schon gut. Sie haben vielleicht schlechte Laune. Arbeiten Sie für das Sozialamt? Wow. Ich glaube nicht, da manche Sachen nur von einem geholt werden können. Ja, das habe ich auch schon rausgefunden, dass ein paar Sachen nur von einer Person geholt werden können. Aber man kann die Sachen ja zwischen den einzelnen Charakteren hin und her geben. Also von daher... Guten Tag. Ah, guten Tag, mein Freund. Wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Uns miserabel. Haben Sie das Angebot nicht gesehen? Ich musste die Preise, wer weiß wie, senken. Oha. Na sowas. Warum denn? Schuld daran ist der Stamm am anderen Flussufer. Sie skalpieren hervorragend. Und wer geht schon zum Friseur, wenn er keine Haare hat? Wem erzählen Sie das? Ich bin ja nicht blind. Was soll's? Von Geburt an skalpieren. Die Indianer seit ein paar Monaten etwas pikiert und skalpieren ständig Leute. Und ich verliere meine Kunden. Also habe ich Reklamebroschüren drucken lassen, die Preise gesenkt und habe sogar rund um die Uhr geöffnet. Aber nichts hat geholfen. Wenn das so weitergeht, muss ich schließen. Sie haben rund um die Uhr geöffnet? 24 Stunden am Tag? Ja klar, ich bin immer hier. 24 Stunden am Tag, seit 40 Tagen. Wow. Und was machen Sie, wenn Sie schlafen müssen? Reine Willensfrage. Nur umziehen würde ich mich gerne mal. Mein Kittel starrt schon vor Dreck. Ich habe ihn seit 2 Monaten nicht mehr wechseln können. Warum? Haben Sie keinen Ersatz dafür? Ja, aber ich habe ihn zur Wäscherei gebracht und so wie die Dinge liegen, kann ich hier nicht weg. Ich darf keine Kunden verlieren. Wenn Sie möchten, kann ich ihn für Sie abholen. Ja, Mann! Was würden Sie für mich tun? Claro, vertrauen Sie mir. Hier haben Sie den Bon. Die Wäscherei ist neben dem Büro des Sheriffs. Sie können sie nicht verfehlen. Das wissen wir. Danke. Das ist großartig. Bis bald. Bis später. Oh, ich liebe Progress, gerade in Adventures. Progress, oh, super. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an. Ich mag Fortschritt. Fortschritt schmeckt immer so ein bisschen nach lecker. Toll. Dann gehen wir doch bitte mal in den Chun-Dächer-Dings. Guten Tag. Ich hätte ein Wäschebon. Guten Tag. Ich möchte dies hier abholen. Ah, der Kittel des ehrwürdigen Friseurmeisters. Sie. Ich habe ihn schon seit Wochen fertig. Hier ist er. Seit Wochen, seit 40 Tagen. Kann ich mir den anziehen? Oh, dass man das selber... Dass die Inventarplätze wirklich vorbelegt sind, irritiert mich total. Ein sauberer Kittel. Danke, Fred, für diese Information. Das war sehr wertvoll. Können wir den anziehen? Ich wüsste nicht wozu, aber... Das klappt nicht. Hab's fast befürchtet. Hallo. Hier ist Ihr Kittel. Ach, endlich. Vielen Dank. Ich ziehe mich schnell um, bin sofort wieder da.
Würde es Ihnen etwas ausmachen, einen Moment hier aufzupassen? Nö, warum? Gehen Sie ruhig. Ich passe hier auf. Wo ist diese Pflaume hin? Hoffentlich kommt er rechtzeitig zurück, um mich zu befreien, bevor die Typen mir die Haut in Streifen abziehen oder ähnliches. Ja, genau! Als ob er hier einfach einen Trimmer liegen lässt. Okay, ich nehme etwas Material aus dem Frisiersalon mit. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht schneide. Alter, natürlich! Nana, geht nicht. Oh, eine Fußstütze. Ich hätte ja erwartet, dass solange der Friseur weg ist, 50 Millionen Kunden reinkommen. Bin da so, war hier was los? Nee, tote Hose. Ist doch nicht zu fassen. Ach. Rasierschaum. Man benutzt ihn zum Rasieren. Nee, Fred, ist nicht dein Ernst. Ein guter Friseur hat uns immer neben zwei Mülltonnen noch einen Spucknapf unter dem Frisiertisch. Man kennt es. Kann ich jetzt trotzdem die Trompete benutzen? Völlig sinnlos. Ach, schade. Großartig. Entschuldigung, Jeff, ich musste nur kurz vorher zum Friseur. Du hast ja keine Haare auf dem Kopf. Ich musste mir den Bart stutzen lassen. Du hast doch keinen Bart. Ach, großartig. Toll, hat sich jetzt schon gelohnt. Hi, Jeff, alles klar? War kurz woanders. Ein Rasiermesser und ein Barttrimmer ist da nicht zu fassen. Einen Moment, Chef. Ich befreie dich bald. Du hast dir aber Zeit gelassen, du lahme Shitköter. Ein Momentchen noch. Fertig. Siehst du, Jeff? Jetzt bist du frei. Frei wie der Vogel im Wind. Wow. Sei leise, du Esel, oder sie werden es merken. Hey, was sein das denn für ein Lärm? Oh, was siehst du? Sie haben uns wieder erwischt. Alles nur deinetwegen. Ja, weil Jeff, weil Fred so laut mit dem Rasiermesser geschnitten hat. Noch ein Bleichgesicht gefangen genommen. Ha, genial. Oh. Manitou, du großzügig sein. Endlich wir guten Skalp schneiden können. Guten Skalp mit der Glatze. Oh je, das ging Bach runter. Ja, das will ich aber auch so sagen. Was machen mit Ihnen, großer Häuptling? Keine Ahnung. Ich gelangweilt sein, so viele kahle Bleichgesichter zu sehen. Bringen alle beide um. Umbringen? Wow. Aber Jeff, was haben wir getan? Ihr Bleichgesichter. So verlogen wie alle anderen. Vor vielen Jahren, ihr haben uns Indianer aus unserem Land vertrieben. Wenn wir Kriegsbeil finden, folgt der Bleichgesichter Bescheid wissen werden, was gut ist. Alle gleich sein, die gespaltene Zungen haben. Ihr sterben verdient. Ich darf aber nicht sterben. Der Arzt hat es mir verboten. Lass mich machen, Fred. Ich bringe sie zur Vernunft. Oha. Jetzt sind wir restlos verloren. Genau. Rothäutige Brüder, erlaubt mir ein paar Worte an euch zu richten, um euch eure Fehler klar zu machen. Ja, wir sind Bleichgesichter, aber wir sind nicht eure Feinde. Die Bleichgesichter werden nicht immer Feinde der Indianer sein. Nein. Wir können Freunde werden. Ja. Manitou hat uns aufeinandertreffen lassen, um das Unfruchtbare fruchtbar zu machen. Oh, ihr seid die Bewohner der großen Ebenen und der weiten Wüsten. Wir haben den Samen, der ohne Wasser keimt. Ach, wo heute nur Sand ist, werden morgen große, lichtdurchflutete Tempel sein, die wir Casinos und Hotels nennen werden. Es wird Altäre geben, Symbole, die den Fremden verrückter machen werden als das Feuerwasser. Dann bringen wir die Boten der Götter zu uns und lassen sie auf Plattformen ihre rituellen Gesänge aufführen. Und wir nennen diese Versammlungen dann die Kelly-Family. Konzerte. Ach so. Euer Volk wird schöne Wohngebiete haben, die man Reservate nennen wird. Alter. Unsere Vereinigung wird Freundschaft genannt. Boah. Unsere Allianz Geschäft. Kannst du nicht was sagt ihr nun? Treffen wir eine Vereinbarung? Kannst du nicht erfinden. Haha, Bleichgesichter, wirkliche Spaßvögel sein. Bleichgesichter, plemplem sein. Gut sein.
wir euch Bleichgesichter zu Mitgliedern des Stammes der Rothäute machen. Siehst du, Fred? Da kannst du was lernen. Ach, super, komm. Jeff. Du bist wirklich ein Experte. Und jetzt, da wir Rothäute sind, könnt ihr uns sagen... Nein, ihr noch nicht Rothäute. Vorher werdet als Stammesmitglieder beweisen müssen. Das habe ich befürchtet. Ja. Wir müssen Fähigkeit, Haare zu schneiden, beweisen. Cool. Wenn ihr gute Scalps schneiden, wir euch in Stamm aufnehmen werden. Nice. Heißt das, dass wir einen Scalp bringen müssen, damit ihr uns in den Stamm aufnehmt? So sein. Oh. Dann los, Jeff. Lass uns keine Zeit verlieren. Ich habe ja erst gedacht, wir müssen erst einen Sonnenbrand kriegen, so wie die Rothäute, die ja wirklich rote Haut haben. Aber nein, das muss wieder viel komplizierter sein. Alter, diese Ansprache von Jeff, ne? Ey, ganz großes muss los, aber sowas von... das ist unfassbar. Nicht nur unfassbar proletisch, unglaublich episch, sondern auch heutzutage sozial gar nicht mehr verträglich. Da fängt er... Oh Gott, das kannst du halt auch keinem erzählen. Wow. Bevor ich es vergesse, du sagst es Bartstutzen, der Trimmer ist bestimmt für den Kaktus. Really? Oh, wegen den Stoppeln am Kaktus, wa? Die Idee, ne? Diese Idee, das ist... Oh Mann. Das ist schon... Uff. Aber richtig uff. Ja, komm, dann lass mal den Kaktus trimmen. Als ob! Perfekt. Jetzt lässt sich problemlos ein Stück rausschneiden. Ach so, oh nein! Jetzt ist der Kaktus aber brutal rasiert. Läuft bei uns. Jawohl! Geht nicht? Ach, schade. Das ist ja großartig. Nennt man es mit dem Kaktus ja auch schon. Tinte, Kaktus, Tequila. Irgendwas fehlt doch noch. Keine Ahnung mehr. Ja, nein, wie geil. Ja, really? No fake. Richtig großartig. Aber wo kriegen wir jetzt einen Scalp her? Oh. Der braucht ja gar nicht mehr zum Friseur. Das können wir übernehmen. Ich habe da eine ganz tolle Idee. Ganz tolle Idee. Nichts. Mist. Ah, vielleicht das Rasiermesser? Das klappt nicht. Ach, verdammt. Das wäre auch zu einfach gewesen. Kann ich ihm wenigstens die Broschüre geben? Nana, geht nicht. Das haben wir schon mal versucht. Aber es ist ja immer durchaus sinnvoll, das eine und dasselbe zum anderen Zeitpunkt nochmal zu versuchen, weil Dinge passieren. Nicht doch der arme Hutzel. Der wollte doch sowieso zum Friseur. Wir brauchen einen Skull. Das ist eine logische Konsequenz. Wir können ja auch versuchen, den Chinesen zu skalpieren. Oh Gott. Ich sollte nicht so kreativ sein. Die Ideen werden immer abstruser. Oh, das ist ja herrlich. Alter, das mit dem Kaktus war ja große Klasse. Hallo, guter Mann. Runter von meinem Grundstück. Entschuldigung. Aber ich würde mich hier gern genauer umsehen. Na und? Meinetwegen kannst du auch eine Party feiern wollen. Hier kommt niemand rein. Mhm. Ich gebe ihm mein Schuhtelefon. Alles Wenn klar. Ich Ihnen mein Schuhtelefon gebe, darf ich dann rein? Nein. Aber für $10,500 verkaufe ich dir das Bergwerk. 10.500? So wenig? Für unser Jahrzehnt ist der Preis nicht schlecht. Klar, verstehe. Sagen Sie, geben Sie mir Rabatt, wenn ich bar zahle? Wie willst du denn sonst bezahlen? In Staatsanleihen? Da haben Sie recht. Nee, mit Karte. Einer von uns beiden müffelt hier. Ich gehe lieber, bevor ich an Atemlähmung verende. Das hättest du von Anfang an tun sollen. Falls ich die Indianer sehe, sage ich ihnen, sie sollen zu Manitou für sie beten. Nett. Ach so. Kann ich mich eigentlich bei den Indianern in Ruhe umsehen und Sachen mitnehmen? Vielleicht muss ich das ja auch.
Ich kann es auch als smart machen. Ist eigentlich egal. Ha! Guck mal an! Da ist der Indianerhäuptling. Und das ist eine Trommel. Und du bist weg. Jo, Alter. Ein Eingang, als ob... In regenreichen Nächten werden sie eine ordentliche Dusche abbekommen. Ich bin nicht müde. Entschuldigung, Jeff. Wollte ich auch gar nicht damit sagen. Der Totempfahl des Stammes. Das klappt nicht. Briefkasten am Zelt einfach. Ich kann da rein? Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass das Ding aussieht wie ein Bibler? Der Bewohner muss ein hohes Tier sein. Der Bewohner muss ein hohes Tier sein. Ist er ja. Guck dir mal an, wie groß er ist. Der Bewohner muss ein hohes Tier sein. Ach, um reingehen zu dürfen. Ach so. Oh, okay. Hab ich verstanden. Hau, großer Häuptling. Hau. Was tun jetzt weh dir? Mir tut nichts weh. Ich dachte, ihr begrüßt euch so. So? Wie meinen? Au! Du keine Ahnung haben. Nicht au sein, sondern hau. Es ein eingeatmetes und halblanges Haar mit Betonung auf A. So. Hau. Eingeatmetes Haar? Wiederholen mit mir. Hau. 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 Sehr gut. Ja, der Reißverschluss groß. Lektion 2. Wie begleiten Begrüßung mit Zeichen? Ich würde sagen, für heute habe ich genug Lektionen abgearbeitet. In Ordnung. Was du wollen. Okay. Ich meine, lange Haare zu tragen und so ist schön und gut, aber könnten wir jetzt nicht davon absehen? Was du sagen wollen? Haben du nicht den Wunsch der Götter in Betracht, um unter uns aufgenommen zu sein? Sehen ich vielleicht aus wie Mäcki? Nein, nein, großer Häuptling, beileibe nicht. Ich überlege nur, wie erfährt man den Wunsch der Götter? Ich nicht wissen, Wunsch der Götter. Unser Schamane ihn mir sagen. Oh. Großer Schamane, heiliger Mann des Stammes. Mhm. Ach, so ist das. Könnte ich mich kurz mit ihm unterhalten? Ja, bitte. Du jetzt nicht in der Verfassung, mit ihm zu sprechen. Oh. Du nicht mal zum Stamm gehören. Du nur um Skalp kümmern. Guter aber Punkt. Nur weil ich es will, nicht weil du es sagst. Genau. Ich muss aber mit Fred hier hin. Einfach nur um andere... Dialogoptionen zu haben. Das ist ja auf der einen Seite echt super, auf der anderen Seite macht das Spiel halt doppelt so lang, ne? Guten Tag! Großer Häuptling, langsam schwer sein, Skalps zu bekommen. Sehr schwer. Wir etwas anderes nehmen können? Ich nicht wissen. Bärenfell, Feder eines Weißadlers oder Kampf gegen stärksten Krieger? Das alles nur blöde Mutproben. Die Dinge so sein, weil Götter es so wollen. Okay. Aber wozu so viele Skalps? Wollt ihr einen Perückenladen aufmachen? Gute Frage. Sein Gabe für großen Geist. Namensanteil. Von Rivalen wir bekommen die Stärke, magische Kräfte. Schuppen wir benutzen als Reiniger für weiße Zähne. Und Reste Haare wir benutzen, um Modehaarfarbe zu probieren. Was? Mir ist ganz komisch. Ich kann doch keinem die Haare wegnehmen. Ich bin es gewohnt, Hühnchen zu rupfen, nicht Menschen. Sich vorstellen, viele weiße Hühner unterwegs. Arbeit vereinfachen. Guter Rat, großer Häuptling. Ihr wisst, Leute zu ermutigen. Da kenne ich andere. Aber verratet mir, wie seid ihr großer Häuptling geworden? Ich gewartet, bis voriger Chef gestorben. Ah. Um Kandidat zu sein, müssen Bärenfell bekommen nach Kampf auf Leben und Tod. Oha. Danach Feder vom Weißadler beschaffen und zuletzt stärksten Krieger des Stammes besiegen. Viele Kandidaten für Posten kandidieren. Alle anders denken. Programme vorgestellt. Vorschläge für Amt vorlegen. Was? Leute des Stammes einen oder anderen unterstützen. Was? Aber alle einverstanden weißen Mann bekämpfen müssen. Ich dachte, es wäre eine Erbsache, so von Vater zu Sohn und so. Wir leben in Demokratie. Selbe Möglichkeiten. Für alle gleich. Aha. Und was ist letztendlich geschehen? Musste Minderheitsregierung aufbauen. Musste mit anderen Stämmen paktieren, um Amt zu behalten. Nach großer Party haben wir Heiligen Vito geehrt mit Tanz und großer Rede. Na sowas, das war wirklich lehrreich. Ha.
Gehe niemals ins Bett, ohne etwas Neues gelernt zu haben. Oder ohne Augen zuzumachen. Das ist auch wahr. Danke, großer Häuptling. Zu Diensten, ich. Guter Ratschlag. Gehe nie ins Bett, ohne die Augen zuzumachen. Das ist auch immer sehr hilfreich. Junge, 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 der Indianer-Häuptling hat's aber auch echt in sich. Jetzt natürlich die Frage, wo kriegen wir so einen Skype her, ne? Ist der Friseur wieder da? Oh, tatsächlich. Was hat er denn zu sagen? Fehlt ihm jetzt irgendwas? Guten Tag. Ah, guten Tag, mein Freund. Okay, bis bald. Nichts Neues. Bis später. Dann nicht. Macht aber auch nichts. Brauchen wir ja auch nicht. Jetzt müssen wir bloß gucken, ob wir irgendwo neue Dialogoptionen haben. Hallo. Hallo. Wie geht's? Möchten Sie noch einen Blick auf dieses Wunder von Sarg werfen? Ehrlich gesagt, ja. Könnten Sie ihn mir noch mal zeigen? Aber gerne doch, bitte. Der sieht gut aus. Und was möchten Sie genau wissen? Kann ich den Vogel... Warum eigentlich nicht? Warte mal. Fürs Erste habe ich genug gesehen. Bis bald. Auf Wiedersehen, Herr Kollege. Wenn Sie noch etwas brauchen, wissen Sie schon, wo Sie mich finden. Ich gehe mal zu Jeff und drücke jetzt mit ihm quasi hier ein Gespräch auf und dann rasiere ich den Geier. Ist das eine Idee? Klingt nach unserer heutigen Politik, was der Indianer-Chef da sagt. Habe ich halt auch gedacht, deswegen muss ich bei der Minderheitenregierung so lachen. Das war auch so mein allererster Gedanke, das war 1:1 und sagte der Regierung so. Entschuldigung? Ja? Sind Sie der Bestatter von Western City? Ja, der bin ich. Hätten Sie vielleicht einen Kranz zu verschenken? Am liebsten mit der Widmung für Bakterius aus Freude und Dankbarkeit für die vielen Jahre. Wir haben leider keine Blumen. Wer welche möchte, muss sie selbst mitbringen. Verstehe. Als potenzieller Kunde möchte ich mich über die unterschiedlichen Tarife, Angebote und Sonderrabatte informieren. Das neue Reformgesetz hat das Preisgefüge völlig verändert. Da uns die neuesten Informationen noch fehlen, kann ich Ihnen leider nichts dazu sagen. Was soll das heißen? Und was passiert, wenn ich hier sterben sollte? Wer wird sich um mich kümmern? So. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Geier sind rund um die Uhr im Dienst. Na sowas. Dann warte ich lieber, bis die neuen Preise feststehen. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mich umsehe? Sie können sich ruhig umsehen, aber bitte berühren Sie nichts. Okay, es hat gar nichts gebracht. Aber vielleicht kann ich ja, weil ich ja Kollege bin, trotzdem den Geier ein bisschen trimmen. Völlig sinnlos. Schade. Kann ich ihn kassieren? Nichts. Katze? Das klappt nicht. Das wäre ja auch zu offensichtlich gewesen. Nana. Oh, nee, nicht mich selbst. Völlig sinnlos. Okay, das hat einfach gar nichts gebracht. Wir haben noch den Saloon. Ich gehe erstmal wieder zum Marktplatz. Vielleicht haben sich hier neue Dialogoptionen ergeben. Tag. Weiß man ja mal nicht. Hallo! Wie kann ich etwas abholen? Ist das die Wäscherei? Nein. Fühlen Sie sich gut? Ach. Und was macht... So, ich grüße Sie, Seal. Es gibt auch keine neuen anderen Sachen. Ich könnte natürlich... Ich weiß halt nicht, ob wir wirklich das Geld verspielen müssen. Das ist halt so mein Punkt. Aber wir haben... Ah, richtig, wir haben eine Trommel. Können wir dem Kavallerist geben? Hier, das ist eine neue E-Gitarre. Hallo, Soldat. Möchten Sie diese Trommel? Ja, Mann. Gern. Warum nicht?
Cool. Das ist die Gelegenheit, das Instrument zu wechseln. Ich habe es ziemlich satt, immer Trompete spielen zu müssen. Was wollen Sie dafür? Nichts Besonderes. Ich tausche Sie gegen die Trompete. Abgemacht? Toll, abgemacht. Nice. Du hast doch alle Zutaten für den nüchternen Trink, oder? Hab ich? Hab ich schon? Echt? Fehlt nicht noch irgendwie Lebertran oder irgend so ein Gesülze? Ich kann ja erstmal, warte mal. So, Tinte, hier. Ah, genau das Richtige für meinen Antisufttrank. Damit weckt man jeden Betrunkenen. Cool. Habe ich noch irgendwas, was ich ihm geben könnte? Nein. Jeff hat gar nichts. Aber Fred? Der hat ja den ganzen anderen Quatsch. Das wäre natürlich super. Den Tequila. Genau das Richtige für meinen Antisufttrank. Damit weckt man jeden Betrunkenen. Nichts? Okay, ich muss also hier wirklich noch das Zeug rausballern, wa? Ich stelle das Glas darunter, damit der Saft hineinfließt. Okay. Mal sehen. Es funktioniert. Jetzt ist der Saft im Glas. Nice. Genau das Richtige für meinen Antisufttrank. Damit weckt man jeden Betrunkenen. Ja, aber mehr habe ich auch nicht. Ich guck ja schon, aber ich sehe nichts Außergewöhnliches. Naja, ist ein Tagchen. Was wollen Sie? Entschuldigen Sie, was brauchen Sie für den Trank, der Betrunkene weckt? Ich brauche Lebertran, Kaktussaft, Tintenfischtinte und ein wenig Tequila. Lebertran fehlt uns noch. Wir brauchen noch Lebertran. Dann mal, gute Reise. Ich gehe hier doch gar nicht weg. Aber ich? Unfassbar witzig übrigens. Kann ich mit Jeff jetzt da hingehen und kann hier Trompete pusten? Ich habe momentan ehrlich gesagt auch keine Option gesehen, dass wir irgendwie an Lebertran kommen könnten. Völlig sinnlos. Da tut sich nichts. Hier tut sich nichts. Das klappt nicht. Na da, geht nicht. Aber das ist doch der Typ, der gesagt hat, hier pass auf, wenn da die Kavallerie pustet, dann macht er doch Zeug, ne? Das ist doch der. Da tut sich nichts. Ich kann das Fred gar nicht geben, also muss... Okay, dann muss Jeff das machen. Okay, jetzt wird's interessant. Wenn ich eine Trompete wäre, wo könnte man mich am besten pusten? Wahrscheinlich im Friseursalon, weil es einfach so komplett offensichtlich ist. Das klappt nicht. Hätte ich mir denken können. Völlig sinnlos. Ja, was soll ich denn mit dieser dusseligen Trompete? Also ich weiß, was ich damit eigentlich tun wollte, aber ich kann es halt nicht, weil es nicht geht. Da tut sich nichts. Jetzt habe ich eine Trompete und weiß halt nicht wofür. Ich könnte die siebte, achte, neunte,
Kalaballerie holen, aber ich weiß halt nicht wieso. Das klappt nicht. Klar. Na da, geht nicht. Da tut sich nichts. Ja, das ist auch Quatsch. Ergibt ja auch gar keinen Sinn. Oh, warte mal, muss ich das außerhalb machen? Hat das einen Grund? Oha! Wer ist er denn? Ach, das ist ein Scharlatan. Ach so, natürlich. Also so wie du es formuliert hast, sage ich mal besser nicht, wo man die sich hinstecken sollte, um damit Musik zu machen. Gut. Einfach gut. Das ist also ein Scharlatan. Okay, habe ich verstanden. Hallo, Herr Scharlatan. Sie haben da einen Karren. Was können Sie mir denn so zeigen? Sie sehen aus wie der klassische Falschspieler. Dann hau mal raus. Guten Tag, der Herr. Schönen guten Tag. Sind Sie aus der Gegend? Nein. Warum fragen Sie? Tja, Sie sehen fremd aus und das ist für mich von Vorteil. Wissen Sie, wer ich bin? Nein. Aber... Würden Sie es gerne wissen? Nee. Moment mal. Ich dachte, ich sei derjenige, der hier die Fragen stellt. Warum sollten Sie mich etwas fragen, was ich vorher freiwillig beantworten kann? Darum geht es nicht. Aber Sie nehmen mir die Möglichkeit zu reden. Und außerdem habe ich Sie zuerst angesprochen. So. Sie sollten wissen, dass eine Unterhaltung keine vorgegebene Ordnung hat. Aber wenn Sie darauf bestehen, na gut. Fragen Sie, wie es alle tun. Reihen Sie sich ein. Können Sie mir ein Kilo Orangen, zwei Kartoffeln und einen Kohlkopf geben? Das ist so die offensichtlichste Frage, die mir sofort bei jedem überall immer einfallen würde. Können Sie mir ein Kilo Orangen, zwei Kartoffeln und einen Kohlkopf geben? Was soll das? Sowas verkaufe ich nicht. Was? Ich habe Ihre Geschäfte durcheinander gebracht. Entschuldigen Sie. Auf Wiedersehen. Ach komm. Guten Tag, der Herr. Aha, Sie sind ein Kartengenie. Wer sind Sie? Sehen Sie? Ich wusste, dass Sie etwas Ähnliches fragen würden. Ah. Ich bin der famose Doc Wheatler, Handelsvertreter und Hobbyzauberer. Und darüber hinaus bin ich Ihr Mann. Was soll das denn heißen? Sie sollten wissen, dass ich mal eine Freundin hatte und es hat mir sehr gefallen und... Ich meine, ich kann jegliches Problem lösen, das Sie haben könnten. Ich kann sogar Probleme lösen, die Sie noch nicht haben. Wie sehr das alte gut. Sprichwort sagt, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Auf jeden Fall. Gott bewahre noch so ein großspuriger Scharlatan wie aus dem Shoppingsender. Einer von denen, die dir noch ihre eigene Mutter andrehen. Wow. Du meine Güte. Sie haben ein kleines Vertrauensproblem. Ich kann Ihnen Zäpfchen verkaufen, die wie die Hände des heiligen Hergo wirken. Ihre Nerven werden sich sofort beruhigen. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gleich welche verkaufen und wir regeln den Rest später. Glauben Sie nicht, dass Sie mich so einfach über den Tisch ziehen können? Ich versuche nicht, Sie zu betrügen, mein Herr. Aber wenn Sie mir einen Kommentar gestatten, beim Kauf der Hose, die Sie da anhaben, hat man Sie wirklich auf den Arm genommen. Meinen Sie? Ich bin damit sehr zufrieden. Ich trage sie seit 42 Jahren und sie sieht aus wie neu. Wie Sie meinen. Und was ist mit Ihrer Kraft? Ich bin gesund wie eine deutsche Volkspartei. Und was ist mit Ihrem Atem? Ich habe keinen Atem. Was soll das heißen, Sie haben keinen? Wir alle haben einen Atem. Die Frage ist nur, ob er gut riecht oder nicht. Ich möchte hiermit zu Protokoll geben, dass mein Atem kein schlechtes Odeur hat. Ja, vielleicht jetzt noch nicht. Aber Sie sind Trinker. Und Sie wissen, dass man nach dem Trinken immer riechen kann. Klar doch. Und wie gut das dann riecht. Ganz Ihrer Meinung. Lassen Sie uns über was anderes reden. Ja. Sehen Sie sich mal an. Sie haben keine Muskeln, nur einen Schwabbelbauch. Was soll das heißen, ich habe keine Muskeln? Wir alle haben Muskeln. So. Die Frage ist nur, ob sie von Fett umgeben sind oder nicht. Genau. Ich zum Beispiel habe die gleichen Muskeln wie Stallone. So. Aber hätten Sie nicht gerne einen Waschbrettbauch?
Wozu denn das? Damit mir die tolle Hose nicht mehr passt? So! Außerdem ist es immer praktisch, einen Rettungsring dabei zu haben. So! Wie Sie möchten. Wenn Sie es lieber schwabbelig mögen. Ich habe tolle Dragees, damit Sie Ihr Mädchen trotzdem behalten. Ich kann sogar erreichen, dass... Hören Sie auf damit! Alter. Ich will so bleiben, wie ich bin. Das darfst du auch. So ist das also. Wir haben es hier mit einem Menschen zu tun, der nur so vor Selbstbewusstsein strotzt. Ja, der genau. auf Wolke 7 schwebt. Ja, genau. Sagen Sie mal, welche Farben haben die Sonnen Ihres Planeten? Hä? Das gibt es doch nicht. Jeder Mensch hat mindestens ein Problem. Etwas werden Sie doch haben. Eigentlich nicht. So brennen? Nein. Magenschmerzen? Nein. Nein. Schuppen oder Blinddarmentzündung? Nein. Nein. Prostata? Ja. Aha. Was? Ich ja? wusste es. Was ist denn? Haben Sie keine Prostata? Ich meinte, ob Sie Probleme mit der Prostata haben. Nein. Wenn ich ehrlich bin, nein. Hm. Und wissen Sie, warum ich so gesund bin? Weil ich immer bestimmte Tabletten nehme. Wenn Sie möchten, gebe ich Ihnen den Namen. Dann können Sie sich welche kaufen. Wow. Das ist das Letzte. Das fehlte mir noch. Beruhigen Sie sich. Ich kann Ihnen ein wunderbares Nervenmittel empfehlen. Sie brauchen nichts das, zu sagen. Ja, ich kenne klar. das beste Mittel. Ich muss aufhören, mit Ihnen zu reden. Ja, genau. Aber es ist so geil, dass er das Gespräch komplett umdreht. Es ist so unfassbar gut. Aber wir haben jetzt eine Sache ganz klar festgestellt. Offensichtlich, zumindest rein figuritös, bin ich Jeff Smart. Und wir wissen jetzt, wir alle haben Muskeln und es ist immer praktisch, einen Rettungsring dabei zu haben. Just saying. Wow, das hätte mich ja fast schwindelig reden lassen, aber ich finde es gut, wie Jeff hier echt rausgekommen hat. Das ist gut, das ist echt gut. Aha, Sie sind ein Kartengenie. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie Was? Haben mir gut gefallen und da ich Halbzauberer bin... Halbzauberer. Ah, verstehe. Sie sind nicht groß genug, um ein ganzer Zauberer zu sein. Und in der Hauptmanege... Was sagten Sie? Nichts, gar nichts. Könnten Sie nicht einen Trick ohne Karten vorführen? Die Kartentricks sind nicht so spektakulär. Oh, geil. Ah, Szenenmagie. Klar doch, warum nicht? Eine meiner leichtesten Übungen. Sehen Sie mal. Toll! Hey, das war klasse. Ob Sie mir auch ein Hähnchen mit Pommes und dazu ein Gläschen Lambrusco herbeizaubern können? Oh, sehr schön. Tut mir leid. Den Trick habe ich erst heute Mittag vorgeführt und darf ihn nicht wiederholen. Das Syndikat erlaubt es nicht, wissen Sie? Merkwürdiger Zauberer. Machen Sie sich nichts draus. Ich kann aus dem Stapel jede Karte herauszaubern, die Sie sich wünschen. Peanuts, was? Das kann doch jeder. So. Von wegen. Ich benutze eine Zaubersprache. Naja, das ist mal wirklich schwierig. Soll ich Ihnen einen Trick vorführen? Puh, wenn ich ehrlich sein soll, lieber Nein. nicht. Schade. Sie verpassen etwas. Wieso kann er mir nicht Sachen beibringen, damit ich den Pokertypen im Saloon platt machen kann? Wenn du das bist, hast du aber noch zu viele Haare. Ich habe gesagt, rein figuritös. Nur von der Figur her. Nicht von der Frisur her, von der Figur her. Figur, Frisur. Ein ganz, ganz kleiner Buchstabenunterschied. Sehr wenig. Oh. Ich möchte das rosa Kaninchen haben. Können Sie mir ein Kind... Was soll? Ich kann das mitnehmen? Es kitzelt in der Tasche. Was soll ich denn mit einem rosa Kaninchen in einem Inventar? Wozu? Wer braucht denn sowas? Ich habe keine praktische Verwendung für... Warte mal. Also, ich höre da keinen Unterschied. Ja, GS. Spricht sich eigentlich so... Also, spricht sich gleich. Ist rein so von der Aussprache her, von der Phonetik auch sehr identisch. Das ist schon richtig. Alter. Ich muss da unbedingt nochmal mit Fred hin. Nur so, weil es geht, weil es auch total dumm ist. Wo ist denn Fred eigentlich? Ach, der ist beim Flintenfutzen, richtig.
Oh, das war ja großartig. Das war ja so viel Quatsch auf einmal. Das ist so Home Shopping Europe im Wilden Westen, Alter. Es ist auch so ein Typ, der irgendjemanden im Publikum einkauft, dem sein Wundermittel gibt und dem der sagt, guck mal, ich kann wieder gehen. So ein Typ ist das. Ach. Aber dann stelle ich jetzt hier hin. Dann kann Jeff da auch mitkommen. So, kann ich jetzt kein Licht an Fred geben? Ich wüsste doch nicht wieso, das aber... Das klappt nicht. Okay. Also das ist schon ein Grund, dass er das hat. Aber was soll ich denn mit dem an Kaninchen? Hallo, Kaninchen! interessant, das Kaninchen antwortet nicht. Das überrascht wenig. Ich dachte eigentlich, ich könnte jetzt das Kaninchen an Fred geben und er rasiert das einmal eben von oben bis unten, um den Skalp zu haben. Wäre jetzt eine Idee gewesen, hat aber nicht funktioniert. Ah. Hallo Charlotte, wir machen jetzt das gleiche Spiel noch einmal. Das... Hallo mein Freund, willkommen in Western City. Sehr freundlich, danke. Was für ein schräger Vogel. Darf ich mich vorstellen? Sag er, der famose Doc Wiedler, Handelsvertreter und Hobbyzauberer. Ja, ich habe noch $20 für das Buch, aus wie ein unsauberer Vertreter. Ich weiß, wie ich schummeln kann. Geben Sie auf Kinderausweis Rabatt. So, so, ein Zauberer also. Aha. Verraten Sie mir, was Sie auf dieser Klapperkiste machen. Verraten Sie mir, was Sie auf dieser Klapperkiste machen? Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Aber seien Sie vorsichtig. Nicht, dass Sie runterfallen. Keine Sorge. Wenn das passieren sollte, was ich stark bezweifle, würde es trotzdem nichts ausmachen. Ich würde einfach mein Wundermittel einnehmen. Es wirkt gegen Schläge, Verstauchungen und Depressionen. Es macht einen bewusstlos und der Schmerz verschwindet sofort. Außerdem bleibt nicht die Spur einer Wunde, eines Kratzers, eines blauen Flecks. Überhaupt nichts. Ach ja, und man kann damit auch den Boden wischen und... Oh, Paula, ganz ruhig. Sie reden ja schneller als Götz Alsmann beim Bilderrätsel. Das ist wahr. Ich muss bei der Arbeit ständig reden und mein Hals leidet sehr darunter. Das macht aber nichts, weil ich einen besonderen Saft habe. Er lindert den Schmerz wie die Hand eines Heiligen. Unfassbar. Dann wird der Hals wunderbar weich. Aber das ist nicht alles. Er hilft auch, Energie zu tanken. Toll. Ach, hören Sie auf. Ich weiß schon, Sie sind einer von denen, die alle möglichen sinnlosen Dinge zu Irrsinnspreisen verkaufen. Genau. Was erlauben Sie sich? Ah, ich verstehe Sie schon. Es ist ganz normal, dass Sie das sagen. Ich bin selbst oft von Scharlatanen reingelegt worden. Natürlich sind Sie misstrauisch, aber jetzt wird alles gut. Meine Waren haben ein Garantiesiegel von den qualifiziertesten Fachleuten des Landes. Aha. Ich habe alles selbst ausprobiert. Sehen Sie mich an. Jetzt bin ich stärker, gesünder, widerstandsfähiger. Mein IQ ist höher denn je. Ich bin nie krank und sogar meine Frau schnarcht nicht mehr. Wie bitte? Da sehe ich aber was ganz anderes. Vor mir steht etwas Schwaches, Kleines, Hässliches und bedeckt seine Glatze mit einem Hut. So. Zugegeben. Aber das ist doch nicht schlecht für einen 108-Jährigen. Ja, genau. Glauben Sie mir jetzt? Na, ich weiß nicht. Keine Frau würde es so lange mit einem Mann aushalten. Ja, sie ist meine zweite Frau. Die erste starb bei einem Kutschenunfall. Früher kamen die Frauen von weit her, um sich einen Ehemann zu angeln. Organisierte Balzreisen, wissen Sie? Was man sich alles anhören muss? Sie sind mir wirklich ein ganz großer Junge, Junge. Sehr freundlich. Das alles verdanke ich meinen Produkten. Das ist ja stärkerer Tobak als die Geschichte vom unglaublichen Hulk. Tja, und dabei habe ich Ihnen noch lange nicht alles erzählt. Oha. Der Typ ist überhaupt gar nicht anstrengend oder so. Geben Sie auf Kinderausweis Rabatt? Netter Versuch. Aber nein, ich würde nur Rabatt geben, wenn Sie mir 5 Etiketten meiner wunderbaren und exklusiven Produkte bringen. Und wie viel Nachlass würden Sie mir dann gewähren? 80%. Yo. Aber da ich dann die Steuer auf alle Rabatte über 50% einberechnen müsste, blieben Ihnen 2% effektiver Rabatt. Wenn Sie aber noch 3 Produkte ohne Etikett mitnehmen, dann gewähre ich Ihnen auf das erste Produkt einen Rabatt von 8,7%. Toll. Damit können Sie Steuern sparen, wenn ich Ihnen eine Rechnung ausstelle.
Noch etwas. Sie müssten $1,000 für eine Rechnung ausgeben, weil ich fertige Formulare benutze. Ich brauche sie nur noch auszuhändigen. Ich habe sie dort, wo ich mein Büromaterial in großen Mengen gekauft habe, geschenkt bekommen. Danach verkaufte ich das Material mit 2% Gewinn weiter. Deswegen kann ich Ihnen für die 5 Etiketten diesen Rabatt gewähren. Alter, jetzt verstehe ich, warum man ihresgleichen Scharlatane nennt. Ja. Naja, das ist berufsbedingt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, von Dorf zu Dorf, von einer Stadt zur anderen, von Fürstentum zu wandern und zu versuchen, die Leute für meine Waren zu begeistern. Die meisten sind skeptisch und man muss sich ständig erklären. Aber meine Frau spricht noch schneller, vor allem, wenn sie mit der Nachbarin tratscht. Ich verstehe. Schuld daran ist meine Alte, die keine Kommata benutzt, um mehr als die anderen sprechen zu können, wenn sie losgelegt hat. Sie hat eine unglaubliche Lungenkapazität und kann sogar unter Wasser reden. Ich war früher sehr schweigsam, aber seit ich mit ihr zusammen bin, habe ich ein Trauma, weil ich nie zu Wort komme. Aber es geht mir sehr gut, seitdem ich meine Tabletten nehme. Na, was soll ich sagen? Da ist noch das Problem mit meinem Sohn. Es ist zum Verrücktwerden. Er kann nur Papa, Mama, Mist und Essen sagen. Und das mit 40. Der kann weniger Worte, als Sie Haare auf dem Kopf haben. Die Ärzte sagen, es sei, weil er keine Zeit hat, andere Wörter zu hören, weil seine Mutter schneller redet, als Michael Schumacher fährt. Ja, der Arme. Stopp. Die Regel ist, Sie sagen einen Satz, dann sage ich einen Satz. Oh, Entschuldigung. Und wenn ich den genauen Preis errate, geben Sie mir dann die ganze Ware? Nein. Nein? Das ist alles? Ich muss sagen, ich freue mich, dass Sie den Grund für Ihre Weigerung nicht erwähnen. Noch eine Tirade wie die anderen hätte ich bestimmt nicht überlebt. Boah, ist das anstrengend. Und so viel Bockmist ist da drin. So viel Unfug. Ja, einige Witze sind echt schlecht gealtert. Aber es trotz, ich finde das unfassbar witzig in dem Moment. Ich weiß bloß nicht, ob das für oder gegen mich spricht, dass ich das lustig finde. Meine Güte, ist das viel Unfug. Das glaubt mir ja kein Mensch. Oh Gott, ich habe nur eine... Oh, ich habe nur eine Dialogauswahl, alter Schwede. So, so, ein Zauberer. Oh. Sie haben recht. Möchten Sie einen guten Verschwindetrick sehen? Klar doch. Dann passen Sie mal auf. Adieu. Ja, sehr gut. Besserer Schwindetrick ever. Gott, dieser Typ hat mich. Der hat mir gar nichts gebracht. Doch, ein rosa Kaninchen. Aber das war's halt auch schon. Ah, ich kann die Broschüre verteilen. Vielleicht bringt das ja was. Das klappt nicht. Ach, schade. Also, er ist doch nicht mal zu irgendetwas Nutze, der Kollege. Ich finde ihn nicht schlecht gealtert. Naja, komm, du kannst halt schlecht einen Spruch bringen, wie sie reden ja schneller als Michael Schumacher Auto fährt. Das ist ja heutzutage nicht mehr zeitgemäß, weil Michael Schumacher ganz andere Probleme hat momentan. Das ist der Punkt, wo ich sage, das ist schlecht gealtert. Das geht heute nicht mehr. Es ist aber halt immer noch lustig. Oh Gott. Das war gerade sehr anstrengend. Fürs Zwerchfell. Tonnerwetter. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem blöden Kaninchen machen soll. Wir könnten es mal in die Wäscherei geben, vielleicht wird es ja weiß. Das ist auch eine ziemlich dumme Idee, oder? Völlig sinnlos. Ja, wenigstens das, da bin ich ja beruhigt. Wenigstens geht das nicht. Da tut sich nichts. Danke, das beruhigt mich sehr. Manchmal fragt man sich ja, wie bekloppt kann ein Spiel sein, ne? Aber... Ja gut, wenn man sich darauf gezielt, dann hast du schon recht. Ja, das meine ich eben mit schlecht gealtert. Das sind so Dinge, die sind halt nicht mehr zeitgemäß. Oder sind halt von ihrer Zeit geprägt, als das rauskam. Das sind so Dinge halt. Aber generell, ach ja, das ist schon... Puh! Sheriff ist immer noch nicht da. Das klappt nicht. Das dachte ich mir. Nada, geht nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was ich damit möchte. Ich wollte es einfach nur ausprobiert haben. Was ist denn jetzt unser Ziel? Wir brauchen eigentlich noch Lebertran. Wo kriegt man denn Lebertran her? Wir haben ein rosa Kaninchen. Können wir das als Galb im Janerhäuptling geben? Geht das? Also man muss sich ja mittlerweile wirklich Dinge ausdenken, die zur Lösung beitragen könnten.
Flintenfutzi können wir momentan auch nichts anstellen. Es sei denn, es geht und ich weiß es halt noch nicht. Ja, aber schon toll, dass er einen Sohn hat, der mit 40 Jahren 4 Wörter kann. Ja, wenn er nicht zu Wort kommt und seine Mutter so schnell redet, dann machst du halt nix. Hallo Indianerhäuptling, ich hätte mal einen Skalp. Und warum sollte ich das tun? Naja, ich fand meine Idee jetzt nicht so schlecht. Oh, kann ich mir Trompete geben? Ich weiß auch nicht warum, aber... Da tut sich nichts. Das war mir schon fast gedacht. Ich habe original keine Ahnung, wofür ich dieses dusselige Kaninchen verwenden soll. Das Blöde ist, ich kann ja noch nicht mal pokern gehen, weil ich dann die 20 Dollar komplett verliere. Und ich kann dann nicht nochmal spielen, weil die 20 Dollar einfach weg sind. Das ist ja das Problem. Das klappt nicht. Danke, danke, das ist sehr viel wert. Völlig sinnlos. Mhm. Da tut sich nichts. Danke, das war mir auch ein inneres Bedürfnis, das auszuprobieren. Und ich dachte mir so, wie bescheuert kann ein Spiel eigentlich sein? Ne, alles gut. Das ist okay. Der Hase kann nichts dafür, sag ich doch. Alles gut. Bloß mittlerweile habe ich schon so viel Zeug gemacht, dass ich manchmal denke, so manche Kombinationen, da kommst du halt auch nicht hinter. Spielen wir eine Runde? Klar doch, 20 Dollar Einsatz. Ich gebe die Karten und eine höhere Macht wird das Glück austeilen. Los geht's. Was haben Sie? Ich habe ein Pärchen. Könige. Och, wie schade. Ich habe Poker. Asse. Ich muss Ihr Geld behalten. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Sie können Ihr Glück nochmal versuchen und mit mir spielen. Ich bin immer für ein Spiel zu haben. Das waren meine 20 Euro. Aber vielleicht muss ich die 20 Euro verloren haben, damit ich jetzt mit dem Scharlatan reden kann und er mir beibringt, wie man richtig Leute bescheißt. Oh, hab ich jetzt gerade laut gesagt? Entschuldigung. Du kannst ja, wenn du das ja irgendwann durch hast, mal die Ponya-Reihe machen. Die ist ja vom Oma auch sehr gut. Ich habe den ersten Teil schon durch. Also den werde ich wahrscheinlich nicht nochmal spielen. Aber ich habe die anderen Teile bei mir auf dem Stapel. Das kann ich gerne machen, wenn Interesse besteht. Hallöchen! Was kann ich für Sie tun? Mir fällt auf, dass Sie die Karten unglaublich gut geben. Ja. Ich frage mich, ob Sie mir nicht eine königliche Aufreihung in einer Farbe hervorzaubern können. Klar. Ich habe eine britische Ahnenliste in der Karre. Sie ist aber braun. Ich meinte die Royals beim Pokern. Ach, klar doch. Davon habe ich auch welche. Passen Sie gut auf. Welcher Flush darf sein? Kreuz, Pik, Herz, Diamant. Oh, Verzeihung, ich meine Karo. Diamant. Momentan könnte ich dringend einen gebrauchen. Fein. Passen Sie gut auf, mein Freund. Schauen Sie her. Doch, Teil 1 auch. Bei Edna habe ich beide gestreamt, weil ich beide noch nicht kannte. Aber beim ersten kenne ich die Pony ja schon. Also der ersten hat Trara! Was für ein Trara. Ich habe gar nichts gesehen. Natürlich nicht. Es ist ja Zauberei. Sehen Sie mal in Ihrer Tasche nach. Wie haben Sie das gemacht? Was? Ich gebe gern zu, dass mir der Trick gut gefallen hat. Danke. Alle staunen darüber, wie das eine Mal, als ich... Schon gut, ich gehe, bevor Sie nochmal mit dem Reden loslegen. Der ist vielleicht gut, der Typ. Wie hat er das bloß gemacht? I wonder how he did it. Astonishing. Okay, du musst also tatsächlich original die 20 Dollar... verballern, damit du mit dem Typen... Okay, das ist krass. Ich brauche Geld, um spielen zu können. Sonst kann ich nicht gegen ihn antreten. Das heißt, ich muss nochmal schürfen gehen, dann eintauschen, oder was? Okay, das
das überhaupt so? Wie habe ich denn sonst das Geld bekommen? Doch, das war noch mit dem Goldschürfen, ne? Aber der Bronia 1 ist doch der Beginn von der Story. Zudem erinnerst du dich sicherlich nicht mehr an alles. Oder vielleicht doch. Ich habe Deponia, muss ich mal kurz überlegen, letztes oder vorletztes Jahr angefangen zu spielen. Da habe ich noch gar nicht wieder so aktiv gestreamt. Und da wollte ich das eigentlich offstream machen. Und da hatte ich mir eigentlich vor, nee, warte mal, das muss schon länger her sein. Da kam gerade der letzte Deponia-Teil raus und da habe ich angefangen, den ersten zu spielen. So war das. Und da habe ich zu der Zeit habe ich nicht aktiv gestreamt. Und da wollte ich eigentlich alle Teile hintereinander durchspielen und habe dann festgestellt, yo, das ist mal eine Reihe. Also das war wirklich mal eine Reihe so. Und dann bin ich irgendwie davon weggekommen, weil ich weiß gar nicht mehr warum, ehrlich gesagt. Weil Deponia ist dann so ein Daedalic und ich bin eigentlich Fan von Daedalic. Also finde ich großartig, die Firma. Ich weiß gar nicht, wieso ich da nicht weitergespielt habe. Naja, also wenn Interesse besteht, ich behalte das im Hinterkopf auf jeden Fall. Das ist gut, wenn man für seine kommenden Streams immer schon mal einen Plan hat. Das ist mal sehr gut. Dann muss man sich nicht mal fragen, oh, was stream ich denn als nächstes? Herrlich. Ich bin falsch abgebogen. Ich bin halt zu weit gegangen. Und keiner sagt mir Bescheid. So, wenn man nebenbei redet, ne, man klickt so dumm durch die ganzen Bilder und dann, ja. Mal sehen, ob ich Glück habe. Natürlich nicht. Heureka! Juhu! Ich habe es gefunden! Ein Nugget! Und es gehört mir ganz allein. Mein Schatz. Das ist ja geil. Jetzt muss ich wieder zum Pfandleiher, muss dann die $20 bekommen. Gott, was für eine Game-Logik einfach. Du musst mit dem ersten Nugget, den du hast, musst du $20 bekommen. Dann musst du im Saloon spielen. Und wenn du dann verloren hast, gehst du zu dem Scharlatan, um dann nochmal wieder $20 zu bekommen, um dann den Falschspieler mit Falschspielen abzuziehen. Gut, ist aber eigentlich nichts, wo ich jetzt sage, das ist unlogisch. Also alleine vom Adventure-Denken her ist schon logisch, kann man machen, ist okay. Geht stark. Ein gelber Stein. Ui, toll. Ja, es ist ein Nugget. Das ist Gold. Sein Gold-Nugget. Da, guck. Steht sogar dran. Nugget. Hallo, ich bringe noch ein Nugget. Mal sehen. Ich gebe Ihnen $20 dafür. Hm? Es ist genauso groß wie das vorige. Was soll's. Sie sind ein Halunke, aber 20 sind besser als gar nichts. So. So viel zu dem Thema, ui, ein gelber Stein. Dieser gelbe Stein ist $20 wert. Guckst du, wa? Spielen wir eine Runde? Klar doch, $20 Einsatz. Lange mit Milch. Ich gebe die Karten und eine höhere Macht wird das Glück austeilen. Eigentlich total bescheuert, dass er sich Karo hat geben lassen. Kreuz ist doch viel höher, aber egal. Jetzt mache ich den großen Tausch und der Zinker wird aus allen Wolken fallen. So, ich habe Poker, Asse. Was haben Sie? Sehen Sie mal. Ich habe einen Flush. Einen Royal Flush. Was? Ja, ja. Karo, um genau zu sein. Das ist unmöglich. Sie haben gemogelt. Wie können Sie gegen einen Falschspieler mogeln? Was meinen Sie? Mir erscheint die Sache glasklar. Absolut. Aber wenn Sie Zweifel haben, können wir den Sheriff rufen und ihn entscheiden lassen. Oha. Nein, nein, nicht nötig. Einverstanden. Sie haben gewonnen. Das ist glasklar. Ich nehme dann mal das Geld hier mit. Bis bald. $100! Wird das nicht anders ausgesprochen? Wieso? Sehe ich nicht so.
Was will ich denn mit $100? Kann ich mit dem Fallspieler nochmal reden? Hallo. Bedauere, für heute ist das Spiel beendet. Das überrascht wenig. Wofür brauche ich denn $100? Kann ich eine Bank einzahlen, wa? Das klappt nicht. Nada, geht nicht. Wofür brauche ich denn $100? Hat der Scharlatan da irgendwas zugesagt? Dass irgendwas bei ihm $100 kostet? Guten Tag, der Herr. Nee. Können Sie mir ein... Was soll das? Ups. Verdammte Axt. Na, heißt das nicht Flash? Wo man aber das A wie ein E betont? Oh, nein! Das, was er gehabt hat, ein Royal Flush, wird F-L-U-S-H geschrieben. Das heißt wirklich Flush. Und da spricht man das wie ein A. Und Flash, das, was du meinst mit F-L-A-S-H, das ist der Blitz. Und beim Pokern heißt es tatsächlich Flush. Und normalerweise heißt es im Englischen Flush eigentlich spülen. Aber das ist wieder mal, das kommt immer auf den Zusammenhang an, wo man das sagt. So viel dazu. Also, da war Royal Flush schon korrekt richtig. Das ist so. Das macht man so. Wow. Bildungsauftrag erfüllt. Ganz nebenbei, auf dem Freitag. Nice. Englisch Pro am Start, nicht. Alles gut. Ja, kann ich die Vase kaufen mit dem $100-Schein oder die Ritterrüstung? Da tut sich nichts. Das klappt nicht. Kann ich ihm einfach so Geld geben? Völlig sinnlos. Schade. Was will ich denn mit $100 verflixt? Man könnte sich im Nachhinein fragen, warum ich das überhaupt gemacht habe. Das war voll die Zeitverschwendung. Das... Hallo, Doc Scharlatan. Hallo nochmal, mein Freund. So, so, ein Zauberer. Sie haben recht. Klar doch. Dann passen Sie... So, Moment. Rekapitulation. Wir haben ein Rasiermesser, wir haben einen Barttrimmer. Wir haben einen Scharlatan und ich eine Idee. Nana, geht Mist. Nicht. Völlig sinnlos. Was haben wir denn noch? Im Gefängnis ist keiner. Den Chinesen können wir auch nicht rasieren. Warum auch? Nichts. Das klappt nicht. Auch schon geil, so ein Barttrim am Wilden Westen ist auch total off-time so. In der Bank einfach einen wildfremden Menschen skalpieren, so. Nana, geht nicht. Völlig sinnlos. Nichts. Das klappt nicht. Boah, wäre das mega lustig, wenn man den Indianerhäuptling skalpieren könnte?
das Offensichtlichste vom Offensichtlichsten. Nana. Ach, schade. Komm ich hier rein? Das Tipi muss jemand Wichtigem gehören. Völlig sinnlos. Habe ich da was zum Drüberpacken? Nee. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Ich habe die Trompete und diesen lustigen Hasen. Hab aber keine Ahnung, was ich damit machen soll. Da tut sich nichts. Hier, geben Sie dem Kaninchen meine fünftige Frisur. Oh, sehr gerne. Das klappt nicht. Mich beschleicht die ganze Zeit der Gedanke, dass doch der Bestatter unbedingt Lebertran haben müsste. Ich weiß gar nicht, wie ich zu dieser Annahme überhaupt komme. Nada! Geht nicht! Das ist doch zu blöd. Da tut sich nichts. Schade. Mit der Rauchsäule können wir auch noch nicht so viel anfangen. Das klappt nicht. Die Indianer übertreiben manchmal wirklich mit ihren Rauchsignalen. Völlig sinnlos. Da tut sich nichts. Was machen wir denn stattdessen? Hallo, Kaninchen. Hallo, Jeff. Das klappt nicht. Das hätte ich mir denken können. Nada, geht nicht. Noch nicht mal $100 für seine Miene? Ist doch frech. Hallo, Amigo. Amigo? Ich bin nicht Ihr Freund. Ich ziele mit dem Schießeisen auf Sie. Tun Ihre Freunde sowas? Hören Sie mal. Sie müssen nicht gleich so unhöflich sein. Sie haben genau zwei Alternativen. Entweder gehen Sie sofort weg, oder Sie lernen meine Höflichkeit mit der Waffe kennen. Ich drehe mal eine Runde, um zu sehen, ob es in der Gegend noch ein anderes Bergwerk gibt. Okay, denken Sie dran. Goldnuggets, danke, nein. Ja. Da tut sich nichts. Na Gott sei Dank. Ich schaffe es nicht. Um zwei Haaresbreite. Alles klar. Was machen wir denn jetzt? Wie geht denn die Geschichte jetzt weiter? Uns fehlt Lebertran. Wo kriege ich denn Lebertran her? Ich glaube nicht, dass der Bestatter begeistert wäre, wenn ich das Teil hier raustrage. Petroleum.
glitzert und strahlt wie Freds Glatze. Petroleum. Muss man das irgendwas sagen? Ich bin's. Sehe ich nicht gut aus? Oh Mann, Alter. Ich bin's. Alles klar. Im Moment brauche ich keine Petroleumlampe. Vielleicht später mal. Vielleicht später mal. Okay. Tja. Wir können die Katze nicht rasieren. Wir können niemandem den Bart absäbeln. Obwohl. Was ist im Saloon? Wie Jeff beim Trinken. Ein ganz alltäglicher Anblick. Wie geht's denn so? Besser. Ich habe jetzt eine Trommel. Nice. Damit können Sie ja dann ein Lied komponieren. Ich spiele es in Schlagwerk Dur. Und Bass Moll. Und Hi-Hat 7. Man kennt es. Nichts. Mann, kann ich den Leuten nicht einfach eine Frisur... Das klappt nicht. ...eine Frisur verpassen? Nana, geht nicht. Völlig sinnlos. Bei seiner Frisur ist das sinnlos? Das sehe ich aber ganz anders. Nichts. Ach so, das ist nur ein Barttrimmer. Rasiermesser, Kollege. Das klappt nicht. Verdammt. Nana, geht nicht. Völlig sinnlos. Okay. Was bleibt denn noch übrig? Können wir den Friseur selber frisieren? Friseurception. Nichts. Achso, hätte gar keine Kopfhaut. Also, nur ein Haar auf dem Kopf, wollte ich sagen. Das klappt nicht. Hm. Aber irgendwen müssen wir doch skalpieren können. Einfach eine Bank gehen und kostenfrei Leute hier die Haare abschneiden. Nana, geht nicht. Wieso kann ich in der Bank eigentlich nichts machen? Völlig sinnlos. Das ist so sinnfrei. Das Ding steht schon die ganze Zeit da und offen und ich kann darin nichts machen. Warum ist das so? Ja, keine Kopfhaut, genau. Ja, Entschuldigung, ich habe mich leicht versprochen. Hier kommt der pennt doch eh, ist doch nichts. Egal. Ach komm, schade! Das klappt nicht. Nana, geht nicht. Puh, was haben wir denn noch übrig? Wir könnten Werbung machen mit den Broschüren. Aber das hilft ja auch keinem. Das hilft auch keinem. Das klappt nicht. Also die Katze völlig ist ja sinnlos. Auch ausgestopft, stimmt ja. Das ist ja total dumm. Wir brauchten doch, wie war denn das? Brauchten wir nicht irgendwie Geld, damit wir den Diamanten wieder bekommen? Da tut sich nichts.
Das klappt nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt aber ein Kaninchen aus der Bahn ziehen. Geht nicht. Wäre ein witziger, aber egal. Sagen Sie mal, sind Sie schon lange Antiquitätenhändler? Ja, doch. Mein ganzes Leben. Warum? Ach, dann haben Sie das Geschäft von Ihrem Vater geerbt. In der Tat. Jetzt geht das wieder los. Und er von meinem... Der vergrößerte die... So gründete... Ach, Reine. Ja. Hallo. Können Sie mir sagen, wo ich in dieser Stadt eine Toilette finde? Aber klar doch. Gehen Sie in diese Richtung. Danke. Ich muss wirklich dringend. Das ist so blöd. Sagen Sie mal, sind Sie schon lange Antiquitätenhändler? Ja, doch. Mein ganzes Leben. Ach, dann haben Sie doch... In der Tat, der Ver... So gründete man... Ach, reine Neugier. Aber ich schwöre hier... Puh. Ha! Was hätten wir denn noch übrig? Am Bahnhof können wir nicht so viel machen, aber in anderen Orten doch auch nicht. Es muss doch irgendwas irgendwie zu machen sein. In der Bank können wir nichts machen, da ist der Scharlatan, der uns für eine Kante ans Bein labert. In der Bank können wir komischerweise nichts machen. Im Friseursalon im Prinzip auch nicht. Im Saloon, uns fehlt echt Lebertraum. Die Aussage mit dem WC muss ich mir merken, wenn mich mal wieder jemand anspricht, wo er welche Straße will, wenn ich auch wieder sage, ja, in diese Richtung. Und dann einfach weitergehen. Ja, genau. Das ist aber ganz großartig. Wie komme ich da und da rein? Lass ganz einfach, gehen Sie da lang. Tschüss. Ja, das ist halt echt so. Habe ich versucht, dem Alten das Kaninchen zu geben? Nee, ne? Ich wüsste nicht, warum. Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Es gab auch gar keinen Hinweis darauf, aber weiß man's? Da tut sich nichts. Gut, dann nicht. Das klappt nicht. Der Kaktus hat halt auch seine Schuldigkeit getan. Was will ich denn mit $100? Wahrscheinlich kriege ich den Lebertran auch erst. Wenn dieser dusselige Gemüseladen aufmacht. Oder der Ne, das ist ja albern. Das ist ja ein Waffenladen. Das ist ja gar kein Gemüseladen. Gott, ja, nicht aufgepasst. Ja, aber dann. Ich wüsste halt nicht, woher ich das kriegen sollte. Überhaupt gar nicht. Ich
solltest mal nach und nach alles durchgehen, was du schon gemacht hast und was du noch im Inventar hast. Ja, also eigentlich möchte ich ja den Kollegen da drin wachkriegen und wir müssen halt eigentlich den Diamanten kaufen, um an den Diamanten für das Teledingens zu kommen. Aber prinzipiell brauchen wir sowieso erstmal einen Skalp. Damit wir dann bei den Indianern was ausrichten können. Tag. Hallo! Wie kann ich etwas abholen? Ha? Sie muss null abgeben, Elendwettenbon bei auch Neil, Julin, bescheidenen Wäschel. Fühlen Sie sich gut? Sie sehen etwas gelblich aus. Sil hat Humor. Ich bin Chinese. Haut gelb wie Zitrone. Ich nicht Hepatitis, soweit ich wissen. Ist das hier die Wäscherei? Korrekt. Zurzeit hab... Geld zu Diensten. Und was macht ein Chine... So ist es. Ich glüh... Okay, mit dem Chinesen können wir das halt nichts machen. Gar nichts. Plants vs. Zombies. Yo! Stimmt. Völlig sinnlos. Achso, nee, ich wollte mir das angucken. Nichts Interessantes. Dort werden die Verbrecher eingesperrt. Das stimmt halt voll. Okay, was haben wir denn sonst noch so? Wir haben die Trompete, die müssten wir normalerweise pusten, damit der Flintenfutzi da wegkommt. Wir haben eine Säge, mit der wir den Galgen abgesägt haben. Wir haben ein Schürf-Dingsi, also ein Sieb, um Nuggets zu bekommen. Wir haben ein rosa Kaninchen. Und dann den Schlüssel zum Gefängnis. Und nicht zu vergessen das Schuhtelefon. Außerdem haben wir das Teledingens. Wir haben ein Rasiermesser und einen Barttrimmer. Und nicht zu vergessen die Broschüren, die Werbung für den Friseursalon machen. Das sind die Dinge, die wir haben. Wir brauchen im Großen und Ganzen den Diamanten für das Teledingens. Wir brauchen aber auch erstmal Scalps, um bei den Indianern irgendwie angesehen zu werden. Ja, darüber hinaus brauchen wir Lebertran für den Anti-Alkoholiker-Trank. Und das müsste unsere Aufgabe momentan sein. Das müssten unsere Tasks sein. Ich wüsste halt per se nicht. Ja, vielleicht reden wir noch mal mit dem Flintenfuzzi. Der Scharlatan hat ja im Prinzip seine Schuldigkeit auch getan. Der Typ hier noch nicht. Wobei ich ja nicht weiß, was wir von ihm bräuchten könnten. Den Sheriff haben wir auch nicht beseitigt. Hallo, Amigo! Amigo? Hören Sie mal. Sie haben ja. Wollen Sie damit sagen, dass Sie mich nicht in das Bergwerk lassen? Was glauben Sie denn? Noch einen Schritt weiter und man wird bis Silvester Schrotkörner aus Ihnen herausklauben. Ups. Schon gut, beruhigen Sie sich. Sie bekommen sonst noch Gallensteine. Haben Sie viel Gold aus dem Bergwerk geholt? Ehrlich gesagt, jetzt nicht mehr. Ich bin viel zu alt, um zu graben und habe dazu Rheuma. Darum kann ich auch nicht im Fluss Gold waschen. Das ist aber schade. Denken Sie dran. Goldnuggets, danke, nein. Müssen wachsen, sind zu klein. Der Typ, ne? Der Typ ist echt plemplem. Ich drehe mal eine Runde, um zu sehen, ob es in der Gegend noch ein anderes Bergwerk gibt. Okay, denken Sie dran. Ja, ja. Aber das war doch der Typ, der
der uns, also das war doch der einzige Grund, weswegen wir uns überhaupt darum gekümmert haben, oder nicht? Das war der doch. Warum hätten wir uns sonst jetzt die Trompete holen sollen? Das ist doch gar... Okay. Hallo, guter Mann. Runter von meinem Grundstück. Aber ich würde mich hier gern genauer umsehen. Na und? Gibt es keine Führungen durch das Bergwerk? Nein, das ist mein Bergwerk und hier kommt nicht mal die 7. Kavallerie rein. Egal wie viele Trompeten sie mitbringt. Ach, so ist das. Und wenn ich gewaltsam in ihr Bergwerk eindringe? Dann pumpe ich deinen Körper mit so viel Eisen voll, wie man braucht, um die Gleise von hier bis San Francisco zu bauen. Das Bergwerk gehört mir und nicht mal die 7. Kavallerie kommt an mir vorbei. Ja, ja, ich habe das mit der 7. Kavallerie schon gehört. Ach, sie wiederholen sich ja öfter als Heino mit dem Enzian. Es geht um Leben und Tod. Ich muss in das Bergwerk. Ich brauche vielleicht eine Rasur und müsste mich mal umziehen. Aber wenigstens nerve ich niemanden. Runter von meinem Land! Ach was, dass sie sich umziehen müssten, hätte ich auch so gemerkt. Hast du den Käfig da oben links gesehen? Klar doch. Ich verrate dir was. Die Gase, die den Vogel da drin umgebracht haben, sind nicht aus dem Bergwerk entwichen. Wow. Einer von uns beiden müffelt hier. Ich gehe lieber, bevor ich an Atemlähmung verende. Das hättest du von Anfang an tun sollen. Falls ich die Indianer sehe, sage ich ihnen, sie sollen zu Manitou für sie beten. Wir haben die Trompete, also Jeff hat die Trompete, und wir haben sogar ein Rasiermesser und einen Barttrimmer. Und das völlig sinnlos. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Nichts. Wir können sogar eine Broschüre geben. Das klappt nicht. Und der Scharlatan verkauft ja selber noch dieses Gesprühdings hier. Für den guten Atem. Da tut sich nichts. Ah, das ist doch nicht zu fassen. Wir haben schon sämtliche Dialogoptionen bei dem Kollegen durch. Wir wissen, was wir tun sollen. Wir haben so 2/3 getan, denke ich mal. Aber wir können es ja noch nicht benutzen, weil irgendwas fehlt. Das klappt nicht. Nada. Geht nicht. Da tut sich nichts. Guten Tag, der Herr. Ah! Wer sind Sie? Sehen Sie? Ich wusste, dass Sie etwas Ähnliches fragen würden. Ach, ich bin der famose Doc Reader, Handelsvertreter und Hobbyzauberer. Ja, ja, und darüber hinaus bin ich Ihr Mann. Was soll das denn heißen? Sie sollten wissen, dass ich mal eine Freundin hatte und es hat mir sehr gefallen. Und ich meine, ich kann jegliches Problem lösen, das Sie haben könnten. Als ich kann ob... sogar Probleme lösen, die Sie noch nicht haben. Ja, das wie das alte Sprichwort sagt, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Gott bewahre, noch so ein großspuriger Scharlatan wie aus dem Shop. Du meine Güte! Sie haben ein kleines Vertrauensproblem. Glauben Sie nicht, dass Sie mich so einfach über den Tisch ziehen können? Ich versuche nicht... Meinen Sie? Ich bin gesund wie eine... Und was ist... Ich habe... Ja, was soll das? Ja, ich... Ja, klar. Gang. Aber hätten... Wozu? Wie Sie... Hören Sie... Hä? Da eigentlich nicht. Sodbrennen? Nein. Magenschmerzen? Nein. Schuppen? Nein. Ja, Prostata? Ja. Ja. Ich wusste es. Was ist denn? Haben Sie keine Pro... Ich meinte... Wenn ich ehrlich... Das ist das Letzte. Das fehlte mir noch. Beruhigen Sie sich. Sie brauchen... Okay, das bringt uns gar nichts. Können Sie mir ein... Was soll... Das bringt uns überhaupt gar nichts. Mich irritiert dieses Kaninchen total, ey. Wenn das mal kein Red Herring oder MacGuffin ist, wa? Ey, wer... Wofür? Wozu?
Aber irgendwie musst du die Geschichte jetzt hier weitergehen. Ich wollte gerade sagen, Rage Quit. Nee. Die Maus hat sich aus dem Spiel verabschiedet. Also die war irgendwo außerhalb des anderen Bildschirms. Und wenn du da klickst, dann minimiert sie das Spiel. Das ist so mu. Hallo, was wollen Sie, Amigo? Sie haben ein schönes Städtchen. Dankeschön. Wenn ich ehrlich bin, war es ein hartes Stück Arbeit, den Indianern das Land wegzunehmen. So, dann haben hier früher Indianer gelebt. Aber klar, tatsächlich leben noch heute Indianer hier in der Nähe. Das war die wenigen übrig gebliebenen sind damals mit eingeklemmten Bogen in den Norden geflohen, ans andere Ufer des Flusses. Mhm. Und fürchten Sie nicht, dass die Indianer aus dem Reservat eine Gegenoffensive starten? Ja. Das bezweifle ich stark. Außerdem ist das alles so lange her und sie haben das Kriegsbeil begraben. Verstehe. Haben Sie Whisky? Natürlich haben wir Whisky. Wir haben hier nichts anderes. Das ist ein Saloon. Mir gefällt es hier. Nur schade, dass das Angebot etwas eintönig ist. Naja, manchmal serviere ich auch Tequila. Ich importiere ihn extra für Pancho, einen meiner Kunden. Aber heute habe ich ihm die letzte Flasche verkauft. Wer ist denn Pancho? Er ist Mexikaner. Seine Arbeit besteht darin, Siesta zu machen. Klar, wie im Film. Das ist typisch. Finden Sie es nicht ein bisschen herabwürdigend? Geben Sie nicht mir die Schuld, Amigo. Ich bin nur eine Figur. Ich habe mir keine Stereotypen ausgedacht. Wow. Wenn ich es getan hätte, wären alle Barkeeper im Wilden Westen Millionäre und hätten Villen voll oben ohne Mädchen. Mhm. Selbstverständlich nichts. Hallo, Amigo. Sie sehen mitgenommen aus. Bin ich auch. Schuld daran ist dieser blöde John Wayne. Er kriegt immer die Rolle des Sheriffs, immer... Und wer sind Sie? Ich bin nie... Und warum gibt man... Wieder die... Da können wir also auch nichts rausholen. Das ist sehr ärgerlich. Kann ich mit einem Kaninchen irgendwie beglücken? Das klappt nicht. Das sein können. Ich habe echt keine Ahnung, was dieses dusselige Kaninchen im Inventar soll. Völlig sinnlos. Das Pokern hat mir gebracht, dass ich jetzt statt $20 $100 habe. Ich habe irgendwo in irgendeinem der letzten Streams auch irgendwas von $100 gehört. Ich kann mich aber... Ohne ist welcher dabei. Jawohl! Ich kann mich bloß überhaupt gar nicht mehr daran erinnern. Irgendwie kommt es mit diesen $100 super bekannt vor. Ich habe aber ungelogen keine Ahnung, wo das war. Und ich glaube, das ist auch der Grund, dass wir gerade nicht weiterkommen, weil mir nämlich der Verbindungspunkt zu den $100 fehlt. Also wenn das irgendjemand weiß, da muss ich das ganz gerne merken und das nächste Mal aufheben. Wir sind nämlich tatsächlich heute schon wieder am Ende angelangt. Ich persönlich hatte sehr, sehr viel Spaß, nicht nur mit dem Spiel, sondern auch mit euch. Und ich hoffe, ihr hattet auch nicht nur mit dem Spiel, sondern mit mir die 2 Stunden lang, die wir hatten, auch viel Spaß. Wenn dem so war, würde ich mich mega freuen, wenn wir uns in einem der Streams wiedersehen würden. Am Montag und am Dienstag gibt es, wie gewohnt, ab 18.30 Uhr Baba Is You. Donnerstag gibt es dann Crosscode ab 18.30 Uhr. Und Freitag geht es dann hier wieder mit Clever und Smart A Movie Adventure. Feucht, fröhlich, comichaft und so weiter. Weiter. Was? War das nicht der Schau, den du das geben musst, damit du Kid freilässt? Nee. Das muss irgendwas anderes gewesen sein, denn wir haben ja Billy das Kind mit dem Schlüssel rausgelassen, den wir vom Sheriff geklaut haben. Seitdem ist der Sheriff auch nirgends wieder aufgetaucht. Was wollte ich sagen? Ach so, ja. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen, ich bedanke mich fürs Viewen, fürs Lurken, fürs Interagieren im Chat. War wieder sehr, sehr lustig tatsächlich. Und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich euch in einem nächsten Streams wieder begrüßen dürfte. Ich wünsche euch an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende, ein paar wunderschöne Abende, einen wunderschönen Wochenanfang und ja,
ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem Stream. Und wenn dem so war, wäre natürlich super, wenn wir uns irgendwann in einem nächsten Streams wieder sehen würden. Ihr könnt meine Ankündigung über meinen Twitter-Account, über Facebook, über meinen Insta-Account durchaus sehen. Ansonsten müsst ihr einfach hier in der Info gucken, weil da ist ja mein Streaming, meine Streaming-Schedule ist ja dort festgelegt. Aber ich mache normalerweise am Tag über so zwischen 12 und 13 oder ab 13 Uhr plus irgendwann so eine Ankündigung, was ich dann so streame, falls ihr wissen wollt, wann ich wie wo streame. Ja. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich bin Lückris, das war clever und smart, a movie adventure. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschaußen.